Wenn du noch Geld in GTA Online für das Update brauchst, dann check auf jeden Fall meinen Partner JG Gaming ab. Dort einfach auswählen, auf welcher Plattform du spielst, wie viel Geld du haben willst und den Rabattcode JULEX verwenden, um 40% DLC-Rabatt zu erhalten. Also check auf jeden Fall den Link in der Beschreibung ab. Aktuell geht in der GTA-Szene wirklich alles Schlag auf Schlag. Erst GTA-Trilogie, jetzt GTA-Update, dann jetzt bald das Festive Surprise und dann im März auch schon die GTA 5 Remastered-Version für die PS5 bzw. die neuen Xbox-Konsolen. Und es scheint aktuell so, als hätte Rockstar Games jetzt mit dem neuen Contracts-DLC schon die ersten Sachen für die GTA Remastered-Version getestet. Was das für Dinge sind und was das für Auswirkungen jetzt auf das Spiel hat, ich erkläre es im heutigen Video, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf JULEX. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, hier auf dem Kanal JULEX dreht sich alles rund um GTA-Spiele und um Rockstar Games. Insofern lass auf jeden Fall ein Abo da, wenn du das nicht verpassen willst. Und jetzt würde ich sagen, wir starten auch direkt rein ins eigentliche Thema von dem Video. Und zwar haben zwei Leaker, Monkey Police und Wildbrick, zwei sehr interessante Sachen veröffentlicht. Zunächst einmal Monkey Police. Er hat nämlich herausgefunden, dass Rockstar Games mit dem Update jetzt, mit dem Contract DLC, einige Veränderungen an Sounddaten vom Basisspiel gemacht hat. Also nicht am DLC neue Sachen reingebracht hat, sondern an den Files, die schon am Basisspiel von 2013 existieren, daran Veränderungen gemacht hat. Was ist daran jetzt komisch? Naja, normalerweise kommen die DLCs einfach als Add-on-Packs einfach dazu und man ändert nichts mehr an den Sachen von vorher. Und das haben sie jetzt aber gemacht. Und was noch merkwürdig ist, die Änderungen ändern aktuell nichts. Es sind zum Teil Platzhalter, es sind zum Teil Sounds, die eh nicht verwendet wurden. Solche Dinge. Es ist ein bisschen merkwürdig. Aber was konkret hat sich denn jetzt geändert? Naja, erstens, es scheint wohl bald eine neue Ladescreen-Musik zu geben. Allerdings wurde die noch nicht hinzugefügt, also wirklich nur ein Platzhalter. Außerdem neue Sounds für das HUD. Dazu gehören Handy-Sounds, Radiosignale, also irgendwelche Piep- und Rauschtöne, Navi-Töne und so weiter und so fort. Neue Fallschirm-Sounds, eine Überarbeitung der Radiostationen, dann ein neue Caddy-Audio, ein neuer Crash-Sound, wenn ein Fahrrad gegen ein Objekt fährt, Flugzeug-Sounds, Minigun-Sounds, Railgun-Sounds, Shotgun-Sounds und noch vieles mehr. Und es gibt noch Sounds von einem weiteren DLC. Von einem DLC, was wir nie bekommen haben. Das Update heißt DLC-LP. Keine Ahnung, für was das stehen könnte. Also weiß ich wirklich nicht. Aber dieses DLC wurde jetzt im Coding gefunden, fungiert allerdings auch wieder nur als Platzhalter. Also ihr merkt, das Ganze ist schon wirklich, wirklich sehr mysteriös. Außerdem noch ein paar mehr Sounds, aber ich denke, das, was ich euch jetzt gesagt habe, das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung das Ganze geht. Wen es ganz interessiert, ich habe euch die Quelle nochmal in die Beschreibung gepackt. Monkey Police habe ich bisher auch noch nicht gekannt. Allerdings wurde das Ganze von Wildbrick retweetet und Wildbrick ist ja wirklich einer der besten und zuverlässigsten Leaker in der ganzen GTA-Szene. Insofern kann man darauf vertrauen, dass das Ganze auch stimmt. Aber ich habe euch doch gesagt, Wildbrick selbst hat auch noch etwas geleakt. Und zwar, dass an einigen Autos die Handling-Daten überarbeitet wurden jetzt mit dem Update. Und zwar sind es insgesamt 6 Autos. Einmal beim Banshee, beim Sentinel, beim Prioso, beim Turismo Classic, bei der Hakuchu Drag und beim Diveste 8. Beim Diveste 8 wissen wir auch, was konkret verändert wurde. Zum Beispiel wurde das Fahrzeug schwerer gemacht. Vorher waren es irgendwie 2000, boah, lass mich lügen, 600 oder 800 Kilo oder sowas. Und jetzt sind es eben 3000 Kilo, also ein Ticken schwerer. Aber ich habe jetzt auch schon von mehreren Spielern gehört, die sich mit diesem Leak schon beschäftigt haben. Und wir haben auch schon im Stream darüber geredet, dass man bei diesen ganzen 6 Autos keinen Unterschied merkt zu vorher. Also ein bisschen traurig ist es. Wenn man sich jetzt hier wirklich ein Vergleichsvideo anschaut, Wildbrick hat dazu eins hochgeladen, dann sieht man, dass es hier definitiv einen Unterschied gibt, dass jetzt einfach die Fahrzeuge deutlich schneller sind. Aber wenn ihr euch jetzt einfach ins Auto reinsetzt, dann werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr nicht wirklich direkt einen Vergleich habt, keinen Unterschied merken. Was fällt jetzt auf bei den 6 Fahrzeugen? Naja, es ist aus jeder Fahrzeugklasse ein Auto. Diveste 8, Supersportwagen. Hakuchu Drag, Motorrad. Turismo Classic, Klassiker. Prioso, Kompaktwagen. Sentinel, Coupé. Und Banshee, Sportwagen. Es ist also nicht schwer darauf zu schließen, dass Rockstar Games hier in den verschiedenen Fahrzeugklassen verschiedene neue Handling-Daten ausprobiert, um
ja, einfach Tests zu machen für die neue GTA-Version, welche uns ja in knapp 2,5 Monaten erwartet. Warum macht man jetzt so Änderungen? Naja, das Problem aktuell ist, dass die Fahrzeuge geschwindigkeitsmäßig irgendwo ein Limit haben, denn das aktuelle GTA 5 ist ja noch auf PS4-Niveau ausgelegt, beziehungsweise ursprünglich sogar PS3. Und da war natürlich auch die Rechenleistung der Konsolen begrenzt. Und was hat das jetzt Ganze mit der Geschwindigkeit zu tun? Naja, umso schneller ihr fahrt, umso schneller muss das System ja auch erstens die Map rendern, also die Grafikkarte muss irgendwie hinterherkommen oder Grafikchip, je nachdem. Und die ganzen NPCs müssen gerendert und geladen werden. Wie reagieren die NPCs? Ich habe jetzt keine genaue Geschwindigkeit im Kopf, aber bei GTA RP, wo man eben dieses Geschwindigkeitslimit ja mit Mods und so rausmachen kann, kann man relativ gut abschätzen und testen, wie schnell man maximal fahren darf, dass die NPCs überhaupt noch hinterherkommen. Es gibt da so eine Geschwindigkeit, ich wusste mal, ich habe es jetzt vergessen, ist auch irrelevant fürs Thema an sich. Es ist auf jeden Fall aktuell technisch eben begrenzt, wie schnell man fahren kann, weil einfach die NPCs nicht hinterherkommen und dann einfach irgendeine Scheiße zusammenfahren und so weiter und so fort. Also das ist aktuell das Problem. Könnte natürlich jetzt auf Next Gen, auf PS5 und den entsprechenden Xbox-Konsolen und PC sowieso natürlich angepasst werden. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, was Rockstar Games hier fabriziert. Auch vor allem mit den ganzen Game-Sounds. Neue Ladescreen-Musik, das ist wirklich mal eine wirklich nice Sache. Alle anderen Sounds, ja, kann man aber überarbeiten. Sie haben ja offiziell bestätigt, dass es eben eine erweiterte und überarbeitete Version von GTA 5 sein soll. Ich hoffe echt, dass das überarbeitet jetzt nicht heißt, dass wir hier einen anderen Caddy-Sound bekommen, weil das wäre wirklich sehr enttäuschend. Wenn wir komplett neue Waffensounds zum Beispiel bekommen würden oder andere Fahrzeugsounds, vielleicht auch, dass wir verschiedene Auspuffe, wie auch immer, tunen können und die dann auch wirklich andere Sounds haben komplett oder dass man da irgendwie, was weiß ich, mehr tunen kann und das eine Auswirkung auf den Sound hat, das würde ich alles wirklich sehr, 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 sehr feiern. Aber aktuell, ja, müssen wir halt einfach abwarten, bis Rockstar Games endlich mal neue Informationen raushaut. Naja, wie auch immer, sobald es neue Informationen zur GTA Remastered Version gibt, werde ich die natürlich auf meinem Kanal posten. Insofern lass auf jeden Fall ein Abo da, wenn du das nicht verpassen möchtest. Ansonsten, Freunde, ja, checkt doch meinen Partner JG Gaming ab, wenn ihr noch Geld in GTA Online braucht und wenn ihr irgendein Spiel euch kaufen möchtet, ja, jetzt für Weihnachten, ihr habt vielleicht Ferien, habt Bock irgendwie was Neues mal zu testen, dann geht doch gerne mal zu meinem Partner Instant Gaming. Dort findet ihr nicht nur PSN-Karten deutlich günstiger oder Xbox-Karten oder PS Plus, sondern eben auch haufenweise Spiele für den PC oder wenn ihr auf Konsole spielt, kauft euch dort einfach deutlich günstiger die PSN oder Xbox-Karten. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlt ihr zum Beispiel nur 45 Euro, da habt ihr noch 5 bis 6 Euro übrig, könnt euch dafür noch einen Döner holen. Ich meine, Alter, wie nice ist das denn bitte? Und das Beste ist, ihr müsst nicht mal einen Rabattcode oder so eingeben. Einfach nur auf den Link in der Beschreibung klicken und ganz wichtig, die Cookies aktivieren, damit der Code eben auch funktioniert, beziehungsweise der Link. Nun gut, Freunde, das war es jetzt aber auch mal wirklich mit dem neuen Video. Was denkt ihr über die neuen Informationen? Macht Rockstar Games hier die richtigen Sachen oder seid ihr da bisher noch sehr, sehr skeptisch? Schreibt es mir in die Kommentare. An der Stelle bin ich jetzt raus. Macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.